Der Trump-Effekt bleibt erstaunlicherweise aus. Twitter hat Zahlen vorgelegt und die waren gelinde gesagt durchwachsen. Wie durchwachsen genau? Genau das wollen wir heute klären mit Roland Hirschmüller von der Baader-Bank. Roland, ich habe ein wenig schon vorweggenommen. Die Zahlen waren nicht besonders gut heute, oder? Nein, es ist tatsächlich so. Twitter, der Name ist in aller Munde. Es ist ja quasi das Sprachorgan von Donald Trump. Täglich kann man über seine Kanäle mehrmals lesen, was sich in der Weltpolitik tut. Die Pressekonferenzen fallen aus. Insofern, jedem ist Twitter präsent. Jeder kann etwas mit Twitter anfangen, aber das Unternehmen schafft es einfach nicht, hier letztendlich Umsätze zu generieren, das Ganze zu monetarisieren. Die Aktie, wie gesagt, gestern nach Bekanntgabe der enttäuschenden Quartalszahlen -12%. Wir sehen uns wirklich in ganz, ganz tiefen Regionen. Und man muss dazu sagen, klar, auch das Userwachstum bei Twitter, man kann nicht mehr von Wachstum sprechen, die Zuwachsraten, sie sind nicht da. Gerade im amerikanischen Markt, der ja eigentlich bedient werden sollte, genau von diesem Trump-Effekt, haben wir überhaupt kein Wachstum mehr. Und das sind natürlich ganz, ganz schlechte Zeiten, zumal die Konkurrenz von Twitter natürlich unglaublich groß ist. Wir haben auf der einen Seite Instagram, die bereits mehr User haben. Wir haben demnächst wahrscheinlich ein IPO von Snap, der Muttergesellschaft von Snapchat. Und wir haben natürlich mit Facebook einen Platzhirschen hier, der unheimlich kapitalkräftig ist und so natürlich Unternehmen wie Twitter locker an die Wand drücken kann. Und dieser sozusagen Sandwich-Position befindet sich momentan Twitter. Und die Analysten, sie haben letztendlich auch ein ganz, ganz klares Urteil. Die meisten, sie haben den Daumen für Twitter gesenkt und sehen also nicht sonderlich viel Fantasie, trotz des prominentesten Users. Zahlen gab es dann auch noch von Coca-Cola und auch diese Zahlen sind eher gemischt. Ist das vielleicht schon ein wenig der Abschottungspolitik zu verdanken? Denn Coca-Cola agiert ja durchaus weltweit. Ja, das siebte Quartal in Folge, dass hier die Zahlen rückläufig waren. Sie haben zwar die Analystenschätzungen gerade so getroffen, aber Coca-Cola hat ausdrücklich darauf hingewiesen, sie haben Probleme gehabt mit dem internationalen Geschäft, vor allem mit den Währungskorrelationen. Man hat durch den starken US-Dollar negative Effekte hier gesehen. Und was Coca-Cola natürlich seit Quartalen bereits zu schaffen macht, ist einfach sozusagen die Gesundheitswelle. Die Leute trinken letztendlich mehr Mineralwasser, trinken mehr Tees, trinken mehr Fitnessgetränke. Auch das hat Coca-Cola letztendlich im Angebot. Aber die Konsumenten, sie greifen natürlich nicht zu diesen Produkten von Coca-Cola. Da muss es dann, wenn schon, die Coke sein. Wenn sie Mineralwasser wollen, trinken sie etwas anderes. Und insofern, das Unternehmen an sich, wie du gesagt hast, als internationaler Konzern ist es natürlich besonders auch auf die Politik von Trump angewiesen. Und daher nicht so ganz überzeugend, die Aktie auch leicht im Rückwärtsgang. Schauen wir noch auf einen absoluten Highflyer der vergangenen Monate, Nvidia. Nvidia, ja, die Gamer, sie werden dieses Unternehmen kennen, sie lieben dieses Unternehmen, der Hersteller der Grafikkarten, der starken Grafikkarten, der Chips, damit diese Gaming-Spiele letztendlich in aller Geschwindigkeit betrieben werden können, damit sie entsprechend hochauflöslich sind. Es ist die Voraussetzung für diese gesamten teuren Videospiele, die wir hier sehen. Und der Gaming-Markt, der ist ja unglaublich groß, er wächst rasant. Und mit diesem Markt kommt man an den Platzhirsch Nvidia nicht vorbei, beziehungsweise an AMD, hier scheint ein Konkurrent heranzuwachsen. Beide Unternehmen haben hervorragend reportet, haben hervorragende Zahlen gebracht. Und die Performance dieser Unternehmen, man darf es kaum sagen, auf Jahressicht hat eine Nvidia in Euro 360% zugelegt, eine AMD sogar über 600% auf 12 Monatssicht. Das sind unglaubliche Wachstumsraten und wie gesagt, in manchen Nischen scheint richtig noch was zu gehen. Blicken wir zum Abschluss noch ganz kurz auf den Gesamtmarkt. Der Dow Jones vor ein paar Wochen die 20.000er-Marke geknackt. Seitdem fehlt so ein wenig die Luft, oder? Ja, man könnte auch sagen, er konsolidiert, er kommt nicht zurück und wird immer wieder natürlich durch Donald Trump, durch News befeuert. Gestern, den starken Tag, den wir gestern gesehen haben, letztendlich ist es wohl darauf zurückzuführen, dass Donald Trump phänomenale Steuerpläne angekündigt hat. Hier schürt er natürlich Erwartungen und diese Erwartungen, sie werden am Markt gekauft und haben zu neuen Höchstständen letztendlich geführt. Aber wenn man das sogenannte Sentiment im Markt anschaut, es gibt schon enorm viele bullische Börsenbriefschreiber, es gibt enorm viele bullische Investoren. Da ist nicht mehr so sonderlich viel Platz nach oben. Vielleicht erleben wir genau diese Sache, wenn in den nächsten Wochen die Ankündigungen, in die Umsetzung, die tatsächlich kommen, dieses Steuerprogramms. Vielleicht erleben wir dann einen Sell the News. Und wie gesagt, beide Rumor haben wir. Der Blick auf die Auslandsmärkte. Einmal mehr mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr schön.